Ich begrüße euch alle zur heutigen Ausgabe von Erbse TV an diesem wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht zu Hause und könnt dadurch die nächsten paar Minuten genießen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich versuche, die jeweils zu beantworten. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Raphael Fritschi. Ich arbeite seit 2 Jahren bei der Erbse und habe heute die Ehre, mit euch das Thema Krafttraining ein bisschen genauer und vertiefter anzuschauen. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns im Moment gerade befinden, habe ich mich entschlossen, nicht das Thema Kraft, Maximalkraft anzuschauen mit euch, sondern den Fokus auf die Kraftausdauer zu legen, weil das eben die Basis für euer Krafttraining bildet und ja, dazu später mehr. Bevor wir vertiefter auf das Thema Kraftausdauertraining eingehen, möchte ich euch ganz allgemein etwas zum Krafttraining sagen. Und zwar seht ihr hier auf dieser Folie verschiedene Sportler. Die haben in ihrer Karriere oder in ihrer Sportart ganz unterschiedliche Ziele. Aufgrund von diesen Zielen trainieren die natürlich auch sehr spezifisch das, was in ihrer Sportart gefragt ist. Und wir treffen immer wieder Leute oder ich treffe immer wieder Leute in der Beratung an, die kommen zu mir und ich sehe da manchmal nicht so genau hinter das Ziel. Also überlegt euch, bevor ihr mit eurem Training allgemein beginnt, was ist euer Ziel? Wollt ihr so wie hier Arnold Schwarzenegger einfach Muskeln aufbauen, ästhetisch aussehen? Oder hier haben wir Werner Günther, den Kugelstößer, den kennt ihr vielleicht. Wollt ihr in der Leichtathletik besser werden, eine Kugel möglichst weit stoßen können, dann ist das Training natürlich ganz anders als bei Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Dasselbe mit dem Kunstturner unten links. Bei dem ist jetzt nicht die Explosivkraft entscheidend, vor allem eher die Relativkraft, also die Kraft im Verhältnis zu seinem Körpergewicht, weil er seinen Körper auch in diesen Positionen halten muss und stemmen muss. Genau. Dann haben wir in der Mitte Tadesse Abraham, den kennt ihr alle sicher auch. Im Ausdauertraining ist das Krafttraining als Ergänzung immer noch sehr kontrovers diskutiert. Der trainiert natürlich ganz anders als jetzt ein klassischer Kraftsportler. Und dann rechts noch die Ruderer, die für die wahrscheinlich das Kraftausdauertraining am besten geeignet ist. Einfach aufgrund vom Anforderungsprofil von der Sportart über eine längere Zeit Kraft entwickeln. Darum trainieren die natürlich ganz unterschiedlich im Gegensatz zu den anderen Sportlern. Genau. Also überlegt euch wirklich zuerst immer, was ist euer Ziel im Krafttraining? Warum trainiere ich? Und anhand von diesem Ziel ergibt sich dann eben auch die Methode oder wie ihr trainieren müsst. Das könnt ihr auch gut aufschreiben, irgendwie auf einem Blog oder Notizbuch empfehle ich. Einfach, dass ihr die Ziele da festgehalten habt und anhand von dem dann die Trainingsplanung und die Trainingsprogramme gestaltet werden. Die Kraftentwicklung über längere Zeit könnte dann eben so aussehen, dass ihr mit dem Kraftausdauertraining als Grundlage oder als Basis beginnt und dann zum nächsten Schritt geht, nach einigen Wochen des Trainings, nämlich Hypertrophie und dann irgendwann wieder zum nächsten und so weiter und so fort geht. Das ist ganz entscheidend. Wobei man sagen kann, die oberen beiden Ebenen der Schnellreaktivkraft und IK-Trainings oftmals eher im Leistungs- oder im Hochleistungssport zum Tragen kommen und im gesundheitsorientierten Training oder im Breitensport teilweise nicht entscheidend sind oder nicht trainiert werden. Genau. Also wenn ihr die Pyramide nun für euch als Tool nehmt, wäre das eine gute Möglichkeit oder eine Erleichterung für euch, euer Krafttraining aufzubauen und sinnvoll zu periodisieren über eine längere Zeit.
Ja, welche Anpassungen dürfen wir denn nun erwarten, wenn wir ein solches Kraftausdauertraining über mehrere Wochen hinweg oder über eine gewisse Periode hinweg ausführen? Und zwar gibt es da als erst einmal dazu zu sagen, dass die Anpassungen eben Zeit brauchen. Also erste Effekte könnt ihr ungefähr nach 4 Wochen des Trainings oder des regelmäßigen Trainings erwarten. Außerdem versucht wirklich die Erholungszeiten einzuhalten, damit ihr wirklich gut regenerieren könnt und in der Regeneration baut sich ja dann auch die Muskulatur auf. Anpassungen, die ihr erwarten könnt, sind einerseits der größte Effekt ist auf die muskuläre Ermüdungsresistenz. Das heißt, dass eure Muskulatur weniger schnell ermüdet und ihr dadurch länger durchhalten könnt. Eine zweite Anpassung gibt es auf der Ebene der Muskulatur und zwar kommt es da sicher auch zu einer Massenzunahme. Die Massenzunahme dieser Muskulatur ist jetzt nicht gerade so extrem wie bei einem Hypertrophietraining, aber trotzdem könnt ihr da einen Effekt erwarten. Auch einen kleinen Effekt gibt es auf die Maximalkraft, dass ihr durch das Kraftausdauertraining eure Maximalkraft steigern könnt. Also das wäre dann wieder das One-Repetition-Maximum, das ihr hier verbessert. Kleine Effekte sind allenfalls auch auf der Ebene der Kapillarisierung zu erwarten. Das heißt, dass es in eurer Muskulatur mehr Kapillaren bildet und dadurch euer Muskel sich besser lernt zu belüften. Wenn ihr den Muskel besser belüften könnt, dann könnt ihr eben auch besser regenerieren, was ja für euch auch genauso wichtig ist. Kapillarisierung könnt ihr euch vorstellen wie Straßen bauen in der Muskulatur. Das muss ja immer, wenn ihr das vergleicht mit einer Stadt, es müssen auch immer die Straßen zu den Häusern führen. Dazu erzählt euch Gregory sicher gerne mal mehr oder ansonsten in einem anderen Beitrag mehr dazu. Von der Methodik her, wie ist denn jetzt so ein Training aufgebaut? Und zwar beginnt eigentlich jedes Training immer mit dem Warm-up. Danach kommt ein Hauptteil logischerweise und zum Schluss macht ihr das Cool-down. Vielleicht hier noch kurz zum Warm-up. Das Warm-up soll euch auf die nachfolgende Belastung auch immer vorbereiten. Einerseits auf muskulärer Ebene, aber auch auf neuronaler Ebene, gleich zu auch auf der Ebene des Herz-Kreislauf-Systems. Also das reicht, wenn ihr das 5 bis 10 Minuten macht, bevor ihr dann zum Hauptteil geht. Ein kleiner Tipp zum Warm-up noch von meiner Seite. Es ist ja immer so, dass das Dehnen ein bisschen ein Problemthema ist oder dass man am Schluss wie zu müde ist, um das Dehnen oder Mobilisieren noch einzubauen. Aus meiner Erfahrung könnt ihr beim Warm-up das dynamische Dehnen gut einbauen, so wie der Mann da oben links im Bildschirm. Dann habt ihr gleichzeitig einen muskulären Warm-up-Effekt. Und gleichzeitig hat sich das Dehnen dann zum Schluss auch schon erledigt. Genau. Beim Hauptteil dort funktioniert es dann so, dass ihr die Gewichte so wählt oder so einstellt, dass ihr etwa 30 bis 65% des One-Repetition-Maximum habt. Das One-Repetition-Maximum, das ist das, was ihr gegen das Gewicht, das ihr gerade noch einmal hochstemmen könnt. Dafür müsst ihr jetzt nicht irgendwie einen Test oder sowas machen, sondern da könnt ihr einfach schauen, dass ihr von der Wiederholungsanzahl her in dem Bereich seid, wo ihr 15 bis ungefähr 30 Wiederholungen hinkriegt. Und wenn ihr dann eben merkt, dass ihr keine 15 Wiederholungen hinkriegt, dann müsst ihr halt das Gewicht so anpassen, dass es wirklich mindestens die 15 Wiederholungen sind. Weil sonst seid ihr dann im Hypertrophiebereich. Das wäre dann der nächste Bereich. Genau. Bei der Time under Tension, da schauen, dass sie Belastungszeit etwa zwischen 30 bis 75 Sekunden ist. Aber das habt ihr eigentlich automatisch, wenn ihr die Wiederholungszahl so wählt, dass ihr 15 bis 30 Wiederholungen ausführt.
Im klassischen Einsatztraining, also wenn ihr jede Übung nur einmal ausführt, dann müsst ihr etwa 10 bis 15 Übungen zusammenstellen. Oder ihr organisiert das Training so, dass ihr ein Mehrsatztraining macht. Dann könnt ihr die Übungen etwas runternehmen, vielleicht nur 10 Übungen, dafür zwei Serien machen von diesen Übungen. Die Bewegungsausführung, das ist immer ein Riesenthema. Soll man eher explosiv oder langsam arbeiten? Dazu werde ich sicher noch in einem späteren Video mehr erzählen. Grundsätzlich empfehle ich immer bei Beginnern oder nicht so erfahrenen Kraftsportlern, flüssig durchzuarbeiten und eher langsam zu trainieren und nicht versuchen, bereits voll explosiv zu sein, weil da ist die Verletzungsgefahr dann vielleicht auch ein bisschen höher. Und wenn ihr eben langsam trainiert, dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch weniger verletzen. Und ja, darum eignet sich das fast besser für Beginner so durchzuführen. Die Bewegungsamplitude, ganz wichtig, der Range of Motion. Schaut da, dass ihr die Bewegung wirklich in der gesamten Amplitude macht, also dass ihr bei den Liegestützen zum Beispiel ganz runter geht. Und nicht nur bis in die Hälfte oder so etwas, sondern wir wollen unseren Muskeln ja über seine gesamte Range of Motion belasten, über seine gesamte Länge belasten. Darum unbedingt darauf schauen, dass ihr die Bewegungsamplitude vollkommen gestaltet oder einhält. Dazu vielleicht noch zu sagen, wenn ihr jetzt eben explosiv trainiert, dann ist das oftmals ein Problem, das sieht man oft im Fitnesscenter, die Leute, die da so super explosiv und schnell trainieren, die halten dann eben oftmals die Bewegungsamplitude nicht ein oder gehen nicht bis ganz runter. Und das wollen wir ja natürlicherweise nicht. Zur Atemtechnik, dort empfehle ich euch immer in der konzentrischen Phase, also wenn ihr rauf geht bei der Kniebeuge oder beim Liegestütz hoch geht, dass ihr da ausatmet. Gleichzeitig, wenn ihr wieder runter geht, dass ihr da dann einatmet. Und das Training mit diesen vielen Wiederholungen bringt euch ja auch fest zum Atmen. Darum schaut unbedingt, dass ihr da eine Atemtechnik euch aneignet. Und die, die ich gerade erwähnt habe, ist ein Beispiel für eine gute Atemtechnik. Bei der Übungsauswahl schaut, dass ihr die Übungen so auswählt, wie sie in eurer Sportart ähnlich sind oder dass die wirklich spezifisch zur Sportart, die ihr als Hauptsport betreibt, passt. Denn man wird ja immer in dem besser, was man auch trainiert. Also trainieren wir möglichst nahe an eurer Hauptsportart. Für Leute, die nicht so spezifische Übungen haben, da empfehle ich einfach die Muskelgruppen zum Beispiel im Wechsel zu trainieren, dass ihr zuerst Beine trainiert, dann macht ihr etwas für den Oberkörper und dann wieder etwas für die Beine. Dass ihr so wie ein bisschen Erholungszeit immer für die einzelnen Muskelgruppen in der Zeit habt, in der ihr die andere Muskelgruppe trainiert. Genau. Und zum Schluss noch das Cooldown. Das geht ja oftmals vergessen oder wird ein bisschen vernachlässigt, auch bei vielen Group-Fitness-Lektionen. Schaut, dass ihr das wirklich, wirklich macht. Es geht darum, um eure Regeneration zu verschnellern, zu verbessern. Die letzten Säuren, die ihr produziert habt im Training, versuchen abzuatmen. Und das funktioniert eben mit einem Cooldown, das von 5 bis 10 Minuten dauert, sehr gut. Darum darauf unbedingt achten in eurem Training. Zum Schluss noch einige praktischen Tipps und ein Fazit von meiner Seite aus meiner Erfahrung. Wenn ihr ein solches Kraftausdauertraining versucht umzusetzen, zu Hause oder im Fitnesscenter oder wo auch immer, versucht euch wirklich einen Plan zusammenstellen oder einen Plan von jemandem, der wirklich eine Ahnung davon hat, zusammenstellen zu lassen. Und auch mal wirklich an diesem festzuhalten über eine konstante Zeit. Und nicht innerhalb von einer Woche, Montag Kraftausdauer, Mittwoch Hypertrophie, Freitag Maximalkraft, alles so zu durchmischen.
Denn die besten Fortschritte erzielt ihr vermutlich, wenn ihr wirklich mal systematisch an einem Plan festhält und dann eben erst zur nächsten Stufe geht. Was wirklich cool ist am Kraftausdauertraining, ist, dass ihr es wirklich problemlos von zu Hause aus umsetzen könnt. Am besten gleich mit der ganzen Familie. Das ist auch für Kinder und etwas ältere Leute sehr ungefährlich, weil es eben mit dem eigenen Körpergewicht ist viel und nicht viele Hilfsmittel braucht. Wenn ihr dennoch das Gefühl habt, es sind zu wenig Gewichte oder ich schaffe zu viele Wiederholungen eventuell, dann könnt ihr Hilfsmittel wie Wasserträger und Wasserflaschen hinzunehmen. Stühle eignen sich sehr gut oder die Wand. Also da könnt ihr es sehr gut variieren. Was auch ein sehr gutes Tool ist, ist das TRX-Band oder diese Elastikbänder, mit denen ihr sehr gut arbeiten könnt im Kraftausdauerbereich. Versucht auch die Pausen sinnvoll zu nutzen. Schaut euch in der kurzen Pause von 30 Sekunden bis 90 Sekunden vielleicht einen Schluck vom Schorle oder vom Sirup zu nehmen. Schaut euch in dieser Zeit die nächste Übung an und bereitet euch so vor, auch mental auf die nächste Übung. Dann gibt es auch sehr gute Apps wie der Intervalltimer, wo ihr ganz simpel die Belastungszeit und die Erholungszeit des einzelnen Trainings programmieren könnt und dadurch wirklich klare Vorgaben habt und euch anhand von denen richten könnt. Das waren jetzt richtig viele Informationen. Ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere für euch und euer persönliches Training aus der heutigen Show von Erbse TV mitnehmen. Was ganz wichtig ist, ist eben auch, dass die Ernährung, die Regeneration und das Verhältnis von Belastung und Erholung wirklich gut abstimmt, damit ihr euren Zielen wirklich auch näher kommen könnt. Und wie ihr das macht, erfahrt ihr in unseren Beratungen noch ein bisschen genauer. Ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und bleibt gesund.